Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt ja schon gesehen, ich möchte euch ein paar Bücher zeigen von meiner Bücherschranktour. Ja, mein Schatzi und ich, wir haben zweimal eine Büchertour gemacht und beim ersten Mal sind wir, ich glaube, 6 Bücherschränke angefahren und wann war denn das jetzt? Jetzt bin ich schon ganz verwirrt. Am Mittwoch, genau, letzten Mittwoch, sind wir, sage und schreibe, 12 Bücherschränke angefahren. Und ja, von Dorf zu Dorf. Und ja, ich möchte euch meine kleine, aber feine Ausbeute zeigen. Also ich sag mal, so ganz so viel habe ich jetzt nicht bekommen. Aber ich bin auch ganz froh, weil wir haben 2 große IKEA-Taschen gehabt mit Büchern, die wir halt abgegeben haben oder halt in die Bücherschränke verteilt haben, weil wir halt ein bisschen aussortiert haben. Und ja, das ist natürlich dann auch noch eine Wohltat, wenn man ein bisschen was los wird von seinem Gerümpel. Und ja, dafür haben wir natürlich jetzt ein paar Bücher wieder mitgenommen. Naja, okay. Ja, also ihr habt ja vorher jetzt schon gesehen, ich habe ein paar Aufnahmen gemacht. Es hat leider an dem Tag ein bisschen geregnet und ja, war jetzt nicht ganz so ein besonderes Wetter. Aber ich hoffe, der kleine Ausschnitt hat euch gefallen. Ja, genau, wir fangen einfach mal mit dem Buch an. Ich finde das ja immer super interessant, so ältere Bücher. Eine Sache muss ich euch aber vorab erzählen, also bevor ich jetzt hier wirklich anfange. Ach, beim letzten Bücherschrank, ne, da war so ein tolles Buch. Das war irgendwie so ein Buch mit ganz, ganz tollen Schwarz-Weiß-Fotografien aus der Natur. Und das war von außen total, ja, schmuddelig und auch Spinnenweben dran und so. Dann habe ich das genommen, habe das erstmal sauber gemacht. Da war auch schon so eine platt gematschte Spinne drauf und so ein bisschen eklig. Und habe das dann sauber gemacht und denke mir so, naja gut, ist halt älter und überhaupt. Ach Mann, und dann ärgere ich mich so. Dann habe ich das aufgeklappt und was ist drin? Käfer, die so schon, naja, die meisten waren tot. So kleine Mini-Käfer. Und ich meine, von außen gut, das habe ich weggemacht, aber naja, also wenn dann im Buch so Käfer sind und so, das kann ich auch nicht mitnehmen. Also, nee, also das finde ich dann auch ein bisschen eklig. Und dann habe ich es da gelassen. Im Nachhinein ärgere ich mich total, weil ich mir auch nicht gemerkt habe, wie das Buch heißt. Und ja, ich hätte halt gerne nochmal doch online geguckt, weil das war so ein tolles Buch. Und naja, aber gut, schade, schade, Marmelade, ne? Egal, ich habe dafür halt andere Bücher und gut ist. Vielleicht kommt mir das irgendwann ja nochmal, ja, unter die Augen. Man weiß es nicht. Mal gucken. Ja, wie gesagt, also ich finde es immer interessant, so ältere Bücher zu sehen. Ich habe auch schon ganz oft dann irgendwie, wenn ich mal ein YouTube-Video gesehen habe und einer rupft da Seiten aus einem alten Buch, dann mache ich mir immer Screenshots und gucke dann, ob ich die Bücher irgendwie bei Booklooker oder so finde. Deswegen zeige ich euch jetzt meine Errungenschaften hier. Ja, also das ist irgendwie das erste Buch. Das fand ich, glaube ich, ganz schön. Bei manchen weiß ich auch nicht mehr. Aber da sind halt ganz nette Bilder drin. Ne? So, ihr seht, das ist, glaube ich, sogar von einem Kinderbuchverlag. Aber das spielt ja keine Rolle. Die Bilder sind auf jeden Fall ganz schön. Und ja, kann man doch was Gutes mit anfangen, ne? Also das ist hier das erste Pflanzen aus aller Welt. So, ich zeige euch das jetzt auch hier bunt gemischt. Also ich habe das jetzt auch nicht vorsortiert oder so. Dann habe ich das irgendwie mitgenommen. Ich fand das so cool, weil, ne, wegen der Schreibschrift. Ja, also ich habe auch, oh, guck, das ist aber eklig. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Ist das Schokolade? Ja. Gut, da würde ich jetzt die Seite dann mal rausrupfen. Keine Ahnung, hier hat auch einer seinen Namen reingeschrieben. Aber ich fand es ganz schön wegen der Schreibschrift. Und ja, ich habe die halt auch gelernt, dass ja diese vereinfachte Ausgangsschrift. Und ja, deswegen fand ich irgendwie schön. Ist halt was Besonderes irgendwie, ne? So, dann habe ich dieses hier noch mitgenommen. Da ist es auch so. Ja, ist halt auch schon ein bisschen kaputt, aber es spielt ja keine Rolle. Ja. Also doch ganz, ganz schön.
Ne? Und ja, gefällt mir. Also solche Bücher, ne, die sind halt auch schon ein bisschen älter natürlich. Ne? So, dann gab es hier das, die Flora der Umgebung von Gmünd im niederösterreichischen Waldviertel. Das ist auch, glaube ich, ein ganz schönes Buch gewesen. Und vor allem, ich fand das so schön auch, weil das so ein bisschen so schreibmaschinenschriftmäßig aussieht. Und von daher, da sind jetzt nicht ganz so viele Bilder drin, nur so ein paar. Aber da fand ich halt, wie gesagt, die Schrift ganz interessant, weil es mal ein bisschen anders aussieht als das Gängige, was man sonst so hat, wenn man Buchseiten irgendwo draufklebt, ne? Ja. Ja. So. Dann genau, dann habe ich hier das hier mitgenommen. Das ist so ein Pflanzenlexikon. Und ja, ne, seht ihr, also da sind ganz, ganz tolle Bilder drin. Und ja, finde ich natürlich besonders schön, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Kann man ja wunderbar sich rausreißen und dann halt schön was gestalten mit, ne? Perfekt. So, dann ein Buch mit technischen Formeln. Und sowas mag ich auch immer total gerne. Hier hinten sind sogar also, so Dinge noch drin. Das ist, glaube ich, auch schon tatsächlich etwas älter. Ich guck mal gerade. Ich finde es ja immer super interessant von, ja gut, Redaktion von 88. Ja, genau, das kann man auch immer ganz, ganz gut nehmen und irgendwie weiterverarbeiten. Ne? So, dann habe ich das hier mitgenommen, ein Kinderliederbuch. Und ja, mal gucken, was ich damit mache. Oder ob ich das mal irgendwie in eine Happy Mail oder so. Weiß ich nicht. Ist jetzt bedingt gut. Also jetzt so bedingt, dass ich das weiterverarbeiten möchte. Aber ich fand es ganz süß. Und buff, ja, warum nicht? Ne? Kann man ja mal. So, dann ja, das hier. So ein Reiseführer. Da weiß ich auch nicht. Auch einer irgendwie was sogar reingeschrieben. Pharao, Rotes Meer, keine Ahnung. Überall. Ja, da muss ich sagen, da hat mein. Das wollte ich gar nicht mitnehmen. Ja, manchmal, ne, der Mann und so, der sagt dann: Guck mal, willst du das nicht auch mitnehmen? Ja, gut, okay, nehme ich mal mit. Ja, weiß ich auch nicht. So. Ja. Na, weiß ich nicht genau, warum wir das mitgenommen haben. Vielleicht beim nächsten Mal gebe ich es vielleicht wieder ab. Mal gucken. Ja, naja gut, das ist jetzt auch nicht ganz so. Ach ja, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Aber was soll's. So. Ja, aber es ist ja schon super, super lieb. Also ich bin ja wirklich froh, dass er sowas mit mir macht, ne? Dass er wirklich mit mir fährt, wo wir die 12 Bücherschränke angefangen haben, von Dorf zu Dorf. Also wir waren wirklich, sage und schreibe, 4 Stunden fast unterwegs. Ne? So. War schon ein bisschen länger. Aber es war trotzdem ganz schön, einfach mal so die Gegend angucken. Ne? Wir sind viel über Land gefahren. Also eigentlich nur das ganz, ganz viel Wiesen, Felder und so, ne? Und ja, das Einzige, was halt schade war, dass das Wetter nicht so mitgespielt hat. Weil dann wäre es wahrscheinlich noch schöner gewesen. Weil wir hätten dann auch noch irgendwo ein Picknick gemacht oder so, haben wir schon gesagt. Also war eigentlich so unser Plan. Wir haben viele schöne so ja, Aussichtspunkte auch gesehen, wo man sich auch schön hinsetzen hätte können, ne? Ja, aber wir werden das nochmal machen, denke ich, und dann gucken wir mal. Das fand ich ganz cool, Großmutters Kochbuch. Das ja, ist schon ziemlich alt. Also das hat mir echt gut gefallen. Ist auch eine Widmung irgendwie drin. Und ja, ist halt alles hier. Von wann ist das? Von genau, nach einem Original von 1894, aber das Buch selber ist jetzt von 1980. Ja, also es ist jetzt keine neue Auflage,
Aber das ist schon cool, ne? Und halt alles. Ja, eigentlich gar keine Bilder drin. Ja, und damals konnte man kochen ohne Bilder, ne? Heute muss man für alles noch irgendwie was sehen, was, wie es denn aussieht. Das Einzige, was hier an Bildern drin ist, ist hier hinten so ein bisschen was. Spornferkel. Ja. Also, das ist so das Einzige und sonst wirklich nur Text. Aber ich finde es halt echt cool, ne? So, ja. Hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall. So. So, jetzt ein paar Bücher habe ich noch, aber gar nicht mehr so viel. Wie gesagt, also so richtig viel Glück, naja, hatte ich jetzt nicht. So, dann eine Daphne habe ich bekommen. Und ich weiß gar nicht, von wann ist die? Von 2020. Die war auch, lag auch mit da drin. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob da noch die Sachen sind. Ich habe auch noch ein paar Daphnes. Ich habe sie einfach mal mitgenommen, weil ich gedacht habe, ach komm. Ja, machen wir mal. Das ist hier auch. Das ist verklebt. Ach so, nee, das ist so ein. Ja. Naja, fand ich aber ganz cool. Mal gucken, was man damit so machen kann. Da sind ja immer ganz nette Sachen eigentlich drin, ne? So, ich muss mal gucken, wo ich die Sachen finde. So, dann das hier. Und das fand ich auch sehr, sehr cool. So, das ist so. Das Theater des Lebens. Ja, also hier sind halt solche, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ist halt sehr, sehr groß, jetzt hat nicht so viel Platz. Ja, Porträts, beziehungsweise ja halt, ja, Leinwände, ne? Hier zum Beispiel ist die Mutter des Künstlers, Gräfin, Adele, was weiß ich, Öl auf Leinwand, ja. Ja, also das fand ich sehr, sehr stark. Ich weiß schon, klar, das sind jetzt alles so riesen Blätter, ja, das sind jetzt alles so Riesenseiten natürlich, aber einfach cool. Irgendwie einfach mega. Kann man ja auch vielleicht so Ausschnitte oder so mit ins Journal kleben dann. Mal gucken. Oder einfach hegen und pflegen und zwischendurch angucken und sich freuen, dass man so ein tolles Buch gefunden hat. Also das fand ich auf jeden Fall ganz toll. Hier nochmal für die Leute, die es vielleicht interessiert. Genau. Also das fand ich echt toll. So, dann. Moment. Ich mache hier. Zwar im Teil der Mönche. Und das hier Kunstverlag. Und das hat auch ganz, ganz viele tolle Bilder drin. Ja, und halt hier Psalm so und so. Ne? Also den ganzen. Aber es fand ich richtig schön. Kann man sich auch schön ausschneiden. Dann hat man eine tolle Postkarte oder was. Ne, wenn man noch Pappe hinterklebt. Also es sieht doch toll aus. Also da kann man doch echt was Schönes mitmachen. Ja, Teil der Mönche. Dann, wenn der Wind vorübergeht. Das war auch schön, das ist von 82. Das ist auch irgendwie so hier mal so ein Spruch. Und dann halt auch, ja, schönes Bild. Also, ja, und so ähnlich, bloß halt in Schwarz-Weiß, war halt auch das mit den Käfern. Aber in DIN A4, also es war wirklich groß und es war auch schon alt. Es hatte so einen Stoffeinband auch und so. Naja, aber da blutet mir das Herz. Ich habe das auch schon irgendwie ein paar Leuten erzählt, dass ich da so traurig drüber bin. Ja, und vor allem so blöd war und mir nicht aufgeschrieben habe oder nicht gemerkt habe, wie das Buch heißt. Ne? Sonst hätte ich echt dann nochmal bei Booklooker geguckt. Aber ich werde jetzt nicht nochmal hinfahren, also glaube ich.
so schnell. Von daher, naja. Ja, dann habe ich das hier gefunden. Und zwar, was macht sie glücklich? 100 Menschen aus der ganzen Welt geben eine Antwort. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und deswegen habe ich das, vielleicht kann man da auch mal irgendwann so ein Journal machen oder so mit, ich weiß es nicht, so ein, ja, was macht dich glücklich Journal. Und ja, immer schön halt hier so ein bisschen nur unterschiedliche Schriften. Und das fand ich ganz cool. Zum Beispiel die hier, die erzählt, sie stellen Fragen. Ja, eine gute Gesundheit und eine intakte Familie, das ist für mich das Allerwichtigste. Ich habe einen Sohn, der mir alles bedeutet und so weiter und so weiter. Also ist ganz schön gemacht, ne? So. Ja, verschiedene Leute. Genau. So, und dann habe ich jetzt nur noch ein einzelnes. Ja, und da habe ich echt hin und her überlegt, ob ich was wirklich mitnehme. Aber dann habe ich hinterher doch gedacht, komm, ich nehme es. Und zwar die Bibel in Bildern. Ich habe ja, also ich bin jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht an Gott oder so, aber ich fand das echt toll. Und ja, deswegen, also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ja auch einen, so eine alte Bibel. Da habe ich, die wollte ich unbedingt auch mal irgendwie, das Buchcover wollte ich verarbeiten. Aber das konnte ich bis jetzt auch noch nicht. Und das fand ich echt hier richtig toll. Vielleicht werde ich doch mal irgendwann so ein Journal machen. Oder ich weiß es nicht. Ich meine, um sowas zu verarbeiten, muss man ja auch nicht an Gott glauben. Das sind ja auch einfach schöne Bilder, schöne Motive, ne, so. Von daher. Aber eigentlich auch fast schon zu schade, um das irgendwie auseinander zu rupfen. Aber da muss ich sagen, wir sind auch an einem Bücherschrank gewesen, an einer Kirche. Und da waren richtig viele Bibeln von dieser Größe. Ich glaube, dass, ja, wenn das dann halt von der Kirche aussortiert ist, dann legen die auch die Sachen dann da rein, ne? Von daher. Fand ich das jetzt doch ganz schön. Musste halt mit. Das ist auch toll. Na hier. Ja. Naja. Ja, und ich hoffe, alle, die jetzt irgendwie an Gott glauben oder so und das jetzt ganz schlimm finden, dass ich sage, dass ich das vielleicht mal auseinanderrupfen will und vielleicht zu einem Journal verarbeiten möchte. Ich meine, ihr müsst das so sehen, dass Journal, also ich rupfe das ja nicht auseinander, um das im Müll zu schmeißen oder so, sondern ich verarbeite das, damit man halt nochmal Freude dran hat. Und von daher finde ich das eigentlich gar nicht schlimm, wenn man das macht. Und ja, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen. Das ist jetzt halt ein Buch, das steht da halt drin. Vielleicht will es gar keiner mehr haben oder so. Ne? Und ich meine, da waren ja einige Exemplare. Und ja, ich verarbeite das dann und ja, jemand freut sich dann oder ich freue mich, dass da tolle Bilder drin sind. Und dann guckt man sich das halt nochmal öfter an. Und das ist ja dann auch irgendwie was Schönes, ne? So, ja. Naja, genau, das wollte ich euch zeigen. Jo. So, das war's. Also das war so meine Errungenschaft. Ich sag mal so, ja gut, das hier gebe ich, glaube ich, wieder ab. Da weiß ich auch nicht, was das... Naja. Schöne Grüße an meine bessere Hälfte, ne? Hier Südtirol und so, ich weiß auch nicht. ja, das war meine Errungenschaft, wie gesagt. Tatsächlich waren das auch wirklich die einzigen Bücher, die sowas für mich waren. Also ich musste mich jetzt nicht großartig bremsen und sagen, oh nein, das kann ich alles nicht mitnehmen. Es gab da einfach nicht mehr. Das meiste waren wirklich Romane. Und also die Bücherschränke waren prall gefüllt, auch mit tollen Büchern. Ich meine so, ne? Aber ich meine, was soll ich mit den ganzen
Romanen und was weiß ich. Ich suche halt wirklich ja die so alte Bücher, ne, so. Und ja, mein welcher normale Mensch nimmt sowas hier mit und freut sich seines Lebens, dass er das hat und um das nochmal irgendwie zu verarbeiten oder keine Ahnung. Ich meine, das ist ja Quatsch, ne? So, ja, deswegen. Ja, also, ja, vielleicht war es ja für den einen oder anderen auch interessant, nochmal so zu gucken, vielleicht auch nochmal selber dann nochmal zu schauen bei Bookluka, zum Beispiel das hier. Also, das ist ja auch ein. Ey, das, ja gut, das ist nur von der Schrift ein schönes Buch. Aber hier, dieses war das. Kann ich ja nicht mal zeigen auch. Lexikon der Pflanzen von Heinz Jüngling und Sigmund Seibold. Das ist ja wirklich auch ein tolles Buch gewesen, ne? Mit den ganzen Bildern und so. Ja. Und das ist ja, scheint ja auch schon älter zu sein. Von daher. Vielleicht kriegt man das ja noch mal. Von wann ist das? Von 77, ja. Vielleicht ist das so, ja. Oder halt auch vielleicht ein anderes. Oder hier auch mal, dass man nach so alten Kinderbüchern, Kinderlesebüchern schaut. Mit so toller Schrift, dass man das auch verarbeiten kann, ne? So. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine schöne kreative Zeit. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt bald wieder ein paar mehr Videos machen kann, weil jetzt das Wetter ein bisschen kälter wird. So bei dem Wetter, ja, wenn es so warm ist, habe ich echt so keine Lust. Und es ist ja auch zu warm drin und dann schwitzt man direkt und nee, also nee. Von daher, ja, da ist das Gehirn halt Matsche, ne? Ja, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.